Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17, FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe beim letzten Mal leider ziemlich scheiße gespielt. Okay, jetzt habe ich direkt mal zwei verletzt im letzten Spiel. Sommer, der bekommt natürlich einen Vertrag. Wäre dumm, wenn ich. Was haben wir denn so für Verträge? Okay. Ja, dann gehen wir erstmal in die Verträge, die wir haben, also normaler Goldvertrag. Wer hatte noch keinen Vertrag mehr? Arangis, da bekommt natürlich auch einen. Da überlege ich gerade sogar, ob ich denen so einen 99er gebe. Wobei jetzt am Anfang der Saison ist es, glaube ich, noch ein bisschen verschwendet. Wobei ich halt auch nicht so schnell einen 19er mir holen werde, glaube ich. Arangis scheint ja schon ziemlich geil zu sein. Ja, komm, ich gebe den jetzt so einen großen. So, wir müssen auch mit der anderen Mannschaft so oder so spielen, auch wenn die nicht verletzt wären. Was haben sie denn? Bein, eine Partie. Knie, eine Partie. Aber interessant, dass es mal nicht nur Fuß ist. Und wir springen zur Calcio. Ah, da bin ich ja mal sehr stark auf Quagliarella gespannt, was der so macht. Der ist zwar recht langsam. Ich meine, Gruß ist auch nicht schnell, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Gut, Rechtsfuß, 3 Sterne auf dem Schwachen. Linksfuß, dann wechseln wir die mal. Linksfuß, Rechtsfuß. Linksfuß, 3 Sterne auf dem Schwachen. Rechtsfuß, 2 Sterne auf dem Schwachen. Rechtsfuß, 4 Sterne auf dem Schwachen. Rechtsfuß, 4 Sterne auf dem Schwachen. Okay, 64 Schuss. Ich glaube, Rossi hat einen ganz guten Distanzschuss und 63 Schuss. Ja, dann lassen wir das so. Valero hat fast 2 Füße, 4 Sterne auf den Schwachen. Und Quagliarella auch 4 Sterne auf den Schwachen und Rechtsfuß. Moment, und Valero war auch Rechtsfuß, ne? Ja, genau. Sehr gut, dann... Was? Achso, wir müssen natürlich auf die Bank. So, jetzt konzentrieren. Es gibt keine Ausreden mehr. Du musst einfach nur besser verteidigen. Die Tore, die... Du hast beim letzten Mal auch 3 geschossen, die Tore kommen schon. Du musst einfach mal besser verteidigen. Nicht dumm rausspielen, zur Not auch mal einfach klären, was ich viel zu wenig mache. Da gewöhnt man sich einfach an, dass man versucht, immer sauber rauszuspielen. So, das Team ist schon mal besser, aber vielleicht spielt er ja schlechter. Viele aus Everton dabei. Auch wieder Premier League, aber damit ja, muss man sich einfach abfinden, dass einfach so gut wie jeder Gegner Premier League spielen wird. Wie gesagt, meine Prognose ist, dass dieses Jahr noch viel extremer nur Premier League und Spanische Liga gespielt wird. Und so gut wie gar... Also an dritter Stelle wird Calcio A gespielt sein werden, die italienische Liga. Aber so gut wie... So gut wie keine Bundesliga wird gespielt werden, denke ich. Und Liga A wahrscheinlich auch nicht. Aber ich denke, Bundesliga und Liga A werden ähnlich oft gespielt werden. Da wird es wahrscheinlich keinen großen Unterschied geben. Oder zumindest keinen merkbaren. Oh, scheiße. Da wäre jetzt wahrscheinlich wieder ein Flachschuss besser gewesen, weil man da bessere Ballkontrolle hat beim Abschluss. Ja, da laufe ich extra mit Rossi mit. Das war gut verteidigt. Und so aufmerksam muss ich einfach das ganze Spiel sein. Schade, dass die Torschance nicht drin war, aber wie gesagt... Ja, es war halt vorher ein Foul und deswegen kommt dann so ein schlechter Pass bei raus. Sonst wäre es halt nicht passiert. Boah, zum Glück, ich dachte schon, er hält ihn nicht. Das war sehr riskant. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu schlampig die Bälle verteile, wenn ich... Nicht zu schlampig die Bälle verteile, wenn ich hier... rausgehe. Sehr schön mit Astori. So, nicht gut gespielt. Ah, steht echt gut der Gegner. Nicht so einfach.
Muss ich ziemlich bedrängt. Oh mein Gott, was für ein Tor von Kvaratskhelia. Ich wollte gerade noch sagen, Kvaratskhelia hat, glaube ich, auch einen guten Volley-Schuss. Er hat sowieso einen guten Distanzschuss, aber er hat, glaube ich, auch einen guten Volley-Schuss. Und ja, das ist so ein Zaubertor, was ich mir halt. Ach so, es war ein Eigentor, weil er wäre nicht rein ohne. Glaube ich. Ich glaube, er wäre am Tor vorbei. Aber ich freue mich trotzdem. Ist trotzdem ein Zaubertor. Punkt. Und es zählt sogar als Tor von Kvaratskhelia. Also, und jetzt in der Defensive gut stehen. Schade, wollte ich gerade sagen, aber dann ging es trotzdem noch gut. Ich ziehe mega auf, damit er halt den in den Lauf von El Shaarawy spielt. Und er macht es halt nicht. Boah, krasser Pass, wenn der sogar geplant war. Danke, Perrin. So, konzentrieren. Hat ja auf jeden Fall immer mal einen Stellungsfehler drin. Das war ein schöner Angriff. Auch ein schöner Schuss. Aber es gibt leider keine Ecke. Mist, genau das wollte ich abdenken. Habe ich dann doch nicht getraut, da richtig mich reinzustellen in den Passweg. Hatte ich sogar auf Klären gedrückt, aber da ist dann abgeprallt der geklärte Ball. Ja, macht auf jeden Fall viele, viele falsche Tackles. Echt nicht einfach, sich durchzukombinieren. Er hat ein super dichtes Mittelfeld, wie ich finde. Oh, wenn er da rüber gekommen wäre dabei. Das wäre geil gewesen. Scheiße! Ich wusste genau, dass er zu dem spielt. Ich wusste genau, dass der abschließen will. Ich habe es nicht geschafft, das zu verteidigen. Fuck! Es war halt so klar, dass er da hinspielt. Denn ich habe es trotzdem nicht geschafft. Es ist halt echt so schwer, an den Gegnern dran zu bleiben. Aber egal, vom Gefühl her. Schlechter Ballannahme. Vom Gefühl her würde ich trotzdem sagen, dass ich besser bin als der Gegner. Kein Abseits. Das war kein Abseits. Okay, das war krass gespielt, wenn es kein Abseits war. Ach du Scheiße, das war mega krass gespielt. Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, besser zu sein als der Gegner. Weil das einfach mega krass rausgespielt war. Ach, und Perrin hält ihn nicht, obwohl er diese 90 Reflex hat. Da ist noch nichts verloren. Keine Ahnung, warum man den mit rechts schießt, nicht mit links.
Was? Da bleibt drin. Konzentration. Wir liegen nur ein Tor hinten. Wir haben uns gute Torchancen erspielt. Der Gegner hat zweimal geschossen und beide Schüsse waren drin. Wir haben ein bisschen häufiger geschossen. Das erste Tor von uns, okay, war auch glücklich, muss ich zugeben. War also nicht wirklich geil rausgespielt, aber wir hatten eigentlich dann noch andere gut rausgespielte Chancen, die nicht reingegangen sind. Strafe aufziehen. Das war eine gute Grätsche. Verstehe ich nicht, warum wir den Ball nicht haben. Das war keine gute Grätsche. Fuck! Gefällt mir gar nicht, wie das läuft. Eher so ein Verzweiflungsschuss als eine wirkliche Torschance mit der Rossi. Boah, ich bekomme aber zurzeit auch so oft nicht die Spieler, die ich haben will. Wenn ich hier meine Spieler wechsle, das geht mir ein bisschen auf den Sack. So ein ultra schlechter Laufpass. Von Jarabi haben wir noch gar nichts gemerkt, aber wir haben auch bisher ja wenig über ihn gespielt. Wirklich eine sehr gute Grundordnung der Gegner. Aber denke ich ein bisschen Pech, dass der Ball nicht ankommt. Genau den Ball will ich abfangen. Super schlecht gedribbelt von mir. Mein Gott. Weiß ich nicht, was der Pass soll. Hätte er ganz anders spielen können. Bin nicht zufrieden mit meiner Leistung.
Er macht zu oft Grätschen, ist so krass. Das Schlimme ist, dass sie halt viel zu selten Konsequenzen haben. Kann ich denn hier keinen zweiten Spieler holen? Elfmeter, oh, das ist ein Elfmeter, Freunde. Oh. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Also wenn ich das so sehe, mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt gar keine Hoffnung mehr, dass ich hier in irgendeiner Form in der Lage bin, 4 Spiele in Folge zu gewinnen. Ich spiele einfach noch viel zu schlecht. Mir gefällt mein Verteidigen nicht, mir gefällt die Offensive nicht. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht auch nicht die optimale Formation spiele für dieses FIFA, aber wie gesagt, ich wechsle meine Formation eigentlich nie. Ich spiele immer dieses 4-3-2-1. Gefällt mir einfach am besten. Ich bin niemand, der gerne Formation probiert. Ich werde jetzt noch ein zweites Spiel machen nach direkt in der Aufnahme. Aber wie gesagt, ich sehe mich hier alle 8 Versuche, ich sehe mich hier alle 8 Versuche runterspielen und habe zu tun, dass ich überhaupt mal eine Runde weiterkomme. Oh, stimmt, ich hätte ja auch locker ein 2-0 machen können. Ja, ich überlege halt gerade, woran es scheitert. Also, bin mit meiner Abwehrleistung nicht zufrieden, aber man muss halt auch sagen, die spielen einfach viel besser hier schon in dieser Qualifikation. Also die Gegner hier in der Qualifikation sind alle viel besser als die Gegner, die ich in der Liga noch hatte. Das ist halt scheiße. Ich hätte halt echt eher anfangen müssen und schon mehr Spieler hätte machen müssen in FIFA 18, damit ich einfach eingespielt bin. Ich bin noch nicht eingespielt genug, habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, hier noch 100 Spiele vorher zu machen, bevor ich jetzt hier diese Versuche probiere. Und ich kann eigentlich nichts machen, außer mich damit abzufinden, dass ich wahrscheinlich nicht mich qualifizieren werde, weil ich zu schlecht bin. Spiel einfach nicht gut genug. Da muss ich leider der Tatsache ins Auge blicken. Das letzte Spiel hätte ich auf jeden Fall gewinnen können. Da habe ich scheiße verteidigt. Das Spiel jetzt hier, würde ich im Nachhinein sagen, war der Gegner, gerade was das Spiel nach vorne angeht, das Offensivspiel angeht, besser und hat verdient gewonnen. Ich hoffe aber natürlich weiterhin, dass ich es irgendwie schaffe und mich auch einfach steigere von Spiel zu Spiel. Das ist schon mal ein schwächeres Team, das ist doch schon mal gut. Nicht alles, also natürlich wieder Premier League, logisch, aber nicht alles nur seltene Spieler mit Fellaini, ein sehr langsamer im Mittelfeld. Ich glaube, das andere ist Santi Cazorla, das ist auch ziemlich langsam. 75er Linksverteidiger. So, geben wir uns mal Mühe. Komm, wir haben das bessere Team. Konzentrier dich, Paxis, verteidige gut. Die spielen halt auch alle sehr schnell und es ist sehr schwer, diesen abwartenden Spielstil gut zu spielen, wenn die Gegner so schnell spielen, weil man dann viel, viel schlechter und viel schwieriger die Anspielstation zustellen kann, wie ich finde. Also das ist einfach logisch. Habe ich meinem eigenen Mann auf den Buckel gebrannt? Nee.
Ja, bei Ecken bin ich mir immer noch nicht sicher, was hier das Beste ist. Die einzige Eckentor bisher war aber auf den kurzen Pfosten. Und es war zumindest mal. Na, wurde aber auch Zeit. Das ist natürlich ein pures Lackertor. Ich würde sagen, das erste Tor von El Shaarawy ist das größte Lackertor, was ich bisher geschossen habe in FIFA 18 definitiv. Aber solche Dinge habe ich. Ja. Oder werde ich auch noch viel fressen, von daher. So, jetzt haben wir ein Tor. Das Ding ist halt, in FIFA 18 bedeutet das ja überhaupt nichts. Ein Tor Vorsprung. Ich glaube, selbst zwei Tore Vorsprung bedeutet nichts. Ich denke, so ein drei Tore Vorsprung ist so das. Das sind so die. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Der drei Tore, also ein 3-0 ist quasi das 2-0 aus FIFA 17. Bei einem 2-0 konnte man sich immer relativ sicher sein, dass man wahrscheinlich gewinnen wird. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Jetzt braucht man mindestens das 3-0. Ja, das ist auf jeden Fall ein einfacherer Gegner, das merke ich jetzt schon. Spielt nicht so schnell, nicht so ultra aggressiv. Ich kann viel leichter und in Ruhe aufbauen. Wie gesagt, war Chiarella hat einen überragenden Distanzschuss, von daher ist es kein Problem, mit dem auch mal sowas zu probieren. So, der kurze Pfosten hat gerade geklappt. Ist natürlich scheiße, dass schon wieder El Shaarawy da steht. Und nicht irgendjemand Kopfballstark ist, wie zum Beispiel Kwaki Arella. Ich glaube, das ist auch gar nicht so Kopfballstark. Aber hat zumindest mal einen guten aufgebrannt. Oh, ich bekomme halt einfach so oft nicht die Spieler, die ich haben will. Na, das spielt nicht so gut. Deswegen läuft jetzt auch das Verteidigen wieder viel leichter. Das muss halt ein Tor sein. Scheiße. Ich denke, ich muss noch ein, zwei Schritte auf den Torhüter zugehen und dann muss ich einfach den flachen Schuss ins lange Eck machen. Das muss halt ein Tor sein, logischerweise. Aber jetzt kommen die Ecken alle ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Aber mir fällt gerade ein, ich habe die Spielerrollen gar nicht eingestellt. Haben wir Glück, dass Perrin den hält. Da war aber auch ziemlich auf Mann geschossen. Bitte nicht den Gegner auch so ein Lackertor machen lassen. Tja, das hätte ich nicht machen dürfen, weil er lag noch. Oh, ich spiele so scheiße. Das war schon wieder miserabel verteidigt. Ich kotze. Fuck, spiel doch mal anständig. Oh, ich hatte echt das Gefühl, aber es ist halt einfach wirklich so, die Liga-Gegner waren so viel einfacher im Vergleich zu dem hier. Und das war halt auch wieder ein rausgespieltes Tor. Nicht so ein beschissenes Lackertor wie von mir. Und ich hatte die Chance zum 2-0 und mach's halt nicht. Ich denke, das ist hier auch gerade wieder mein größtes Problem. Die Gegner fressen auch Tore, aber halt weniger als ich, weil sie halt einfach ihre Abschlusschancen nutzen. Das könnte nichts werden. Ich meine, hier steht nur 1-1, noch nichts verloren, aber ich bin natürlich trotzdem schon wieder total unzufrieden. Ich schaff's einfach nicht, den Ball zu protecten. Verliere viel zu oft, wenn der Gegner nah dran ist, den Ball. Dabei ist es gar nicht mal so einfach.
Das war mal gut verteidigt. Oder der Gegner einfach nicht gut angegriffen. Ich weiß es nicht. Das war dumm von mir. Konzentrier dich, Junge, konzentrier dich. Wieder ein Verletzter, wie es aussieht. Sorry, aber das war eine klare Absetzung. Oh, ich bin so unzufrieden mit meinem Spiel. Ich hatte echt nur das Gefühl, es wird besser, aber das lag einfach nur daran, dass in der Liga die Gegner halt so einfach sind. Im Durchschnitt gesehen halt, im Vergleich zu dem hier. Das ist die erste Runde, fuck man. Im Finale werde ich wahrscheinlich viel, viel bessere Gegner bekommen. Muss halt einfach. Ich könnte halt schon wieder. Ich hätte halt schon wieder zwei, vielleicht sogar drei Tore machen können. Das ist das Problem, was ich hier sehe. Und ich verstehe es nicht so richtig. Entweder muss ich einfacher schießen, also einfacher abschließen. Und meine Abschlussversuche sind einfach zu kompliziert. Oder ich wähle halt immer den falschen Abschluss im falschen Moment. Das kann auch sein. Jetzt war jetzt vielleicht auch wieder dumm, da den Distanzschuss zu suchen. Vielleicht ziel ich schlecht. Ich Glück. Komm nicht durch, ey. Ich komm doch durch. Schönes Ding von Quagliarella. Schönes Ding. Und endlich mal Posten und rein. Oh, ist anstrengend. Aber trotzdem kann ich nicht zufrieden sein. Es steht nur 2-1. Ich verteidige wie der letzte Vollidiot. Nice. Und es war jetzt auch kein super geil rausgespieltes Tor, muss man auch wieder mal sagen. Einfach von der Strafraumkante reingeballert. Das ist halt auch wieder ein bisschen Glück. Und nicht, oh geil, hier, ich kombiniere mich mal todesmäßig durch. Nelly. Ist schön verspekuliert. Glaube, das war eine gute Situation für einen Distanzschuss mit der Rossi. Hat leider nicht geklappt. Gut gemacht von Biglia. Wie, das ist kein Abseits. Aber das war ganz okay verteidigt. Nicht perfekt, aber okay. Damit kann ich leben. Verleihen ist natürlich riesengroß. Wenn der an den Ball kommt, haben wir ein Problem. Das war mal gut protected.
Ravi schnell. Hat nicht mehr genug Fitness. Scheiße, hätte ich sehen müssen, dass der da mitläuft. Oh, einen Trickpass wollte ich nicht machen. Abseits, scheiße. Fällt mir gerade ein, ich kann mal auf defensiv gehen. Ja, das haben wir gut gemacht mit Bidlia. Also man sieht Ansätze auf jeden Fall beim Verteidigen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so ein schwerer Gegner. Wie der letzte zum Beispiel. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja schon ein leichterer. Jetzt macht er aber krass viele Fehler. Oh, noch ein bisschen weiter nach innen ziehen und ich werde durch. Oh, was für ein Scheißpass von Malero. Und der hat einen guten Pass, ne? Hat einen richtig guten Pass. Das war eine dumme Idee von mir, mit Rossi direkt weiterzuleiten. Wenn jetzt ein Tor fress, wieder meine Schuld. Weil die Torschance, der Angriff hätte halt. Oh, danke, 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 danke. Das wäre halt meine Schuld gewesen, weil der Angriff hätte so nicht zustande kommen dürfen, weil ich mit der Rossi da den Ball nicht weiterleiten darf. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade mal diese Bombenreflexe von Perrin gesehen in Action. Naja, ich bin zwar nicht zufrieden mit meinem Spiel, aber das Ding ist, das liegt einfach nur daran, weil ich halt weiß, dass ich noch ziemlich schlecht spiele, aber es ist halt eigentlich auch klar, also ich bin es ja erst, weiß ich nicht, wie viele Spieler, nicht mal das 10. Spiel. Es ist richtig, richtig anders vom Verteidigen her als in FIFA 17. Es gibt viele, die sagen, das Verteidigen ist unmöglich. Selbst ein Top 100 Spieler bekommt im Durchschnitt ein bis zwei Tore im Spiel, der 38-4-Stats gespielt hat bisher. Also, ja, was soll ich da erwarten? Das ist dann nur klar, dass es da noch eine Zeit dauern wird, bis es deutlich besser ist. So, 90. Ah ja, mir fällt gerade ein Zeitspiel. Warum mache ich denn kein Zeitspiel? Ab der 80. Minute Zeitspiel. Vor allem in so einer Situation, wo man ein Tor hinten liegt und wo man so schnell und einfach Tore fressen kann. Wir haben es geschafft, wir sind in der zweiten Runde, es war super anstrengend. Ja, meine Tore waren auch nicht wirklich geil rausgespielt, aber es ist mir erstmal egal. Ich bin jetzt endlich mal weiter. Bagliarella, Vorlagen, Biglia. Wenn sich ziemlich viel Fun mit einschaltet. Ach ja, ich muss ja noch mal gucken wegen den Spielerrollen, wer mehr mit nach vorn arbeiten soll und wer hinten bleiben soll. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht beiden Sechsern sage, dass sie hinten bleiben sollen, weil die Verteidigung ist wichtiger als der Angriff. Mache ich jetzt auch. Ist eine gute Idee. Danke, Paxis, danke. So. Ich werde beiden Sechsern sagen, dass sie hinten bleiben sollen. Ausgewogene Defensive, normales Abfangen. Hinten bleiben bei Angriffen, genau, das war's. Hinten bleiben bei Angriffen. So, ich muss kurz noch überlegen, ob ich irgendwas anderes umstellen will. Ich guck noch mal kurz.
Und bin jetzt hier rausgegangen. Nee, das war. Ah ja, doch, Spielerrollen wollte ich auch nochmal machen. So. Und dann nochmal ganz kurz Spielanweisung. Moment. Also, hinten bleiben bei Angriffen. Das ist wichtig. Normales Abfangen, konservatives Abfangen. Bisher habe ich nur einen Abfangfehler gesehen von meinen Außenverteidigern, deswegen lasse ich das erstmal so. Hinten bleiben bei Angriffen, normales Abfangen, konservatives Abfangen. Auch da habe ich eigentlich bisher wenig Fehler gesehen, das werde ich auch so lassen. Hinten bleiben, ausgewogene horizontale Verteilung, ausgewogene Schlüsselung, ausgewogene Flanken, über alle Freiheiten. Normales Abfangen. Grundlegende Defensive verstärken. Ja, ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Offensive. Wenn ich jetzt schon zwei Sechser habe, die immer hinten bleiben, nach Anweisungen, ich denke, das passt so. So, was hat der jetzt schon wieder? Knie, sogar mal zwei Spiele. Na, ich hoffe mal, dass meine Bundesliga-Mannschaft da jetzt durchhält, damit ich. Damit ich hier zwei Spiele hinbekomme, damit er wieder fit wird. Ich würde jetzt gerne nochmal spielen, aber ich habe erstmal Hunger. Ich muss erstmal jetzt. Also ich mache jetzt sowieso kein Spiel mehr in der Aufnahme. Ich muss erstmal was essen und dann geht's weiter und dann werde ich schauen, wie viele Versuche ich heute noch mache. Vielleicht schaffe ich es ja auch und schaff's wirklich mal, vier Spiele in Folge zu gewinnen, aber ich gehe nicht davon aus. Dafür spiele ich einfach zu schlecht. Ich kann nur versuchen, wirklich von Spiel zu Spiel mich zu steigern und versuchen, aus meinen Fehlern zu lernen, weil. Aber es hängt auch stark vom Gegner ab. Wenn der Gegner wirklich schnell spielt, ist es so ultra schwer, gut zu verteidigen. Es ist ja schon schwer, wenn der Gegner nicht schnell spielt. Also dann macht's gut, euer Paxis. Tschö, tschö.